Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Wir müssen uns mal ganz flugs hier beeilen, damit ich nicht gleich am Steuer einschlafe. Und die 19 Tonnen loswerden. Wir wollten ja eigentlich mal gucken, dass wir, solange wir noch diesen kleine Motorisierung haben, dass wir da möglichst leichtere Frachten annehmen, hätte ich jetzt gesagt. Habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht. So, dieses Mal achte ich auch darauf, wie rum wir reinfahren müssen. Das wird nämlich auch angezeigt. Und darauf basierend entscheiden wir dann, wie schwer wir einparken. Also 40 Punkte gibt es für rückwärts reinfahren. 15 gibt es für geradeaus. Dann fahren wir rückwärts. Das kriegen wir natürlich jetzt nicht ohne Außenkamera hin, da bin ich auch ganz ehrlich. Das müssen wir noch üben. Ja, dann haben viele geschrieben, es ist vollkommen Bullshit, was du erzählst mit dem Lenkradius und so. Ich kann das ganz einfach, es ist genauso wie früher und so. Das ist natürlich Quatsch. Das sind wieder Leute, die ein kleines Genital haben und sich da perforieren wollen, wollte ich gerade sagen. Natürlich muss ich früher einlenken, ich muss viel früher reagieren und der Lenkwinkel ist ein anderer. Das ist, physikalisch ist das so. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da braucht man mir gar nicht erzählen, dass es nicht stimmt. Das ist so. Das ist so. Natürlich kann es sein, dass ihr so viel Übung habt, dass es für euch einfach nur ein bisschen neue Herausforderung ist. Das mag sein, ja, weil ich einfach ein bisschen dämlich bin und ihr halt nicht. Das ist ja gut, aber nicht, ne? Dann haben wir viel gefragt, ja, warum du, es wird doch schon grün angezeigt, warum fährst du noch weiter? Weil ich es einfach halbwegs gerade haben will, so wie hier zum Beispiel. So, wenn ihr übrigens mit uns spielen wollt, weil es fragen jetzt Leute, ob ich mit denen spielen will, garda.link/join ist Garderolls Logistic Community, wo wir gemeinsam fahren im Euro Truck Simulator und demnächst wahrscheinlich dann auch im American Truck Simulator, wie ihr da mitmachen könnt, genauso wie unser Minecraft Server, Landwirtschaft Simulator Server, Ark Server und was wir da noch alles haben. garda.link/join. So. Ausgezeichnet! Ergebnisse zeigen. Jetzt. Also, Basisvergütung 5000. Level up! Yeah! 5648. Wir haben Erfahrungsbonus. Fernfahrt. Dringliche Lieferung. Rang 1. Und da seht ihr, das lohnt sich wirklich. So, wirtschaftliches Fahren ist natürlich Quatsch. 10% höhere Vergütung. Lieferung bis 1000 Kilometer. Den hier müssen wir noch machen, ne? Nach meinem System. So, jetzt fahren wir mal erstmal irgendwo hin pennen. Nein! Falscher Gang drin. So, das heißt, die Lautstärkeunterschiede zwischen... Ich komme von Hölzchen auf Stöckchen. Die Lautstärkeunterschiede jetzt in den Videos sind natürlich geringer. Das habt ihr jetzt vielleicht gerade gemerkt, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Haben wir in der letzten Folge über gesprochen. Habe ich jetzt neue Filter draufgelegt. Und hier können wir pennen. Es haben also in der Tat Leute richtig wahrgenommen, dass sich ein ganz bisschen meine Stimme verändert hat. Und ja, sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf euch, dass ihr sowas merkt auch. Das zeigt auch, wie sehr ihr an meinen Lippen, an meinen Worten hängt. Schön. So, jetzt hieß es, wir können bei jeder beliebigen Parkfläche halten. Oh, diese Kuba-Autos hier, ne? Ist auch ein bisschen übertrieben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hier vorne reinfahren. Statt hinter die Halle. Hinter die Halle fährst du halt wahrscheinlich mit so einem Trailer, wenn du den dahinter hast. Haben wir aber nicht. Deswegen fahren wir mal hier vorne rein. So. Ja, so viel dazu. Ich finde, ich habe toll geparkt. Also hier geht's schon mal nicht.
Wie ich schon sagte, also irgendwie... Vielleicht müssen wir noch besser oder genauer in der Bucht stehen, aber ich glaube nicht, Tim. Siehst du, ne? Geht nicht. Fahren wir hinter die Halle. Da wissen wir schon, dass es geht. Ja, unser schöner weißer LKW. Ich habe übrigens noch einen Fehler gemacht. Wir werden natürlich gleich zur Werkstatt fahren und den Fehler beheben. Aber jetzt gehen wir mal eben pennen. So, fahren wir hier mal sehr schön wunderbar in die Parkbucht rein. Perfekt. Egal, ich werde 5 Parkbuchten belegt. Na, wie war ich? So. Wir müssen mal in die Werkstatt fahren, denn ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Ist natürlich sofort wie einigen aufgefallen. Irgendwie so ganz heftig haut der Filter auch nicht rein, was die Lautstärkeanpassung angeht. Damit das nicht verzerrt wird. So, haben wir hier eine Werkstatt? Da hinten haben wir eine Werkstatt. Ne, natürlich will ich gucken, was haben wir für neue Teile bekommen. Können wir für das Geld ein bisschen uns gönnen. Und ich habe einen Fehler gemacht, den müssen wir natürlich auch noch beheben. Einen schrecklichen Fehler. Wo ist denn eigentlich das Licht hin? So. Das mit dem Fernlicht hatte ich übrigens richtig vorausgesehen. Dass sich da Leute aufregen. So, hier vorne ist immer so ein Container-Ding. Container, wie heißt das? Hafen? Anlandung? Verladung? Vorne ist der Eiswagen. Jetzt habe ich Hunger auf Eis. Kennt ihr ja schon. Und zwar nicht auf den Versandhandel. So, hier vorne ist Meckes. Hier wäre nochmal ein Motel gewesen. Hätten wir vorher gewusst, dass da Dingsbums ist, dann hätten wir da auch hinfahren können. So, dann, ja, hier vorne gleich links, scharf links rangefahren. Hier können wir natürlich nicht durchfahren. Ne, Einfahrtsampel hatte ich ja schon erklärt. Aber die haben eine gute Schaltzeit, angenehme Schaltzeit. So, da war der Force Feedback, ne? Wollte ich nur noch mal demonstrieren. So, wir müssen, glaube ich, hier rein, ne? Ich sag nur Spezialtransportsimulator, muss ich gerade eben dran denken. So. Ja, was war denn falsch? Erstmal müssen wir warten. Ich weiß zwar nicht auf was. Verstehst du wegen. Also, ja. Ausrüstung. Und zwar habe ich da was falsch gemacht. Und zwar. Erstmal gucken wir hier. Fahrwerk geht nicht besser. Geht auch noch nicht besser. Aber wir könnten demnächst ein neues Motörchen uns holen. Wir kriegen 26.000 für den alten. Das können wir uns eigentlich jetzt schon holen. Vielleicht. Aber ich muss vorher... Oh. Das mit dem Zahlung nehmen ist natürlich auch praktisch immer. So, hier das Gay Interior, das lassen wir mal so. So, was war falsch? Wir haben pfiffigerweise habe ich die Felgen falsch ausgesucht. Ist hier denn noch neu? Weiß ich nicht. Ich habe bei den Reifen irgendwie, glaube ich, habt ihr mir gesagt, das muss ich erstmal gucken, kann man das auch auf Anhieb sehen eigentlich? Naja, jedenfalls, da habe ich bei den Felgen, die können wir ja ruhig weiß lassen, passt ja Garderol weiß.
Dann waren es die Reifen. So, dann habe ich hier... Hier habe ich die Advanced-Reifen drauf und hier habe ich die Standard-Reifen drauf. Und vorne das gleiche. Ich habe halt geglaubt, dass wenn ich einen Reifen tausche, dass ich dann alle tausche. Dem ist aber nicht so. So, jetzt ist richtig. Glaube ich zumindest. Ach komm, nur mal hier oben so ein... Das ist doch hässlich, oder? Wenn dann so. Was kommt hier noch hin? Nee, wir wollen jetzt nicht erstmal alles kaputt machen. Aber das wollen wir natürlich haben. So. Dann machen wir erstmal das. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht bei der Motorisierung noch was hinkriegen. Also wir sehen hier schon mal, wir kriegen den nächst höheren PS-Motor. Den will ich auf jeden Fall holen. Und... 13 Speed Retarder. Ich habe keine Ahnung, was das ändert. Also da würde ich mir echt wünschen, dass da nochmal ein bisschen verboser das wäre. Auch das bestellen wir mal. Dann gucken wir mal, wie viel wir noch haben. 16.000. Standardspiegel. Weiß ich jetzt nicht, was das ändern soll. Ja, innen ist mir nicht so wichtig wie außen. Was haben wir hier denn? Ach, diese... Die sind so geil, weißt du? Das sieht so behämmert aus. Gut, das Lackieren und so, das haben wir alles schon gemacht. Was kommt hier noch hin? Seitenspiegel für die Zuschauer brauchen wir noch nicht. Wir haben noch keine Zuschauer im Truck. Oh, ein Bullenfänger. Geil. Also wenn man die Leute auf der Straße über den Haufen fährt, damit die richtig schön zersplattert werden. Was gibt Schöneres? So, ja, ich glaube, so lassen wir es. Fehler behoben. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht mehr so böse wie beim letzten Mal. Und wir gucken mal im Frachtmarkt, was es da Neues für uns gibt. Wo sind wir denn überhaupt? Da sind wir. Oh. Hochwertig und wichtige Lieferung. Wir sind auch gerade frisch ausgeschlafen, das heißt, wir können die ruhig machen. Würde ich sagen, mit unserem neuen LKW jetzt, mit mehr Motorleistung. Und mal gucken, ob sich das auch wirklich, ob wir das merken werden. So, da hat sich wieder der Tempomat verstellt und los geht's. Müssten wir ja eigentlich merken. Bis jetzt haben wir immer diese ganzen Änderungen gemerkt. So. Ups. Na, da werden wir jetzt wieder schwer dazwischen kommen. Es sei denn, wir fahren einfach mal hier. Mit der Schnauze reservieren wir mal unseren Platz. Bevor die Holländer wieder reinfahren. So ähnlich wie mit der Raps-Mais-Schwäche. Das sind jetzt immer Holländer hier. Ne? Genauso wie mein Name heißt. Ne? So, da vorne ist unser Namensschild drin. Das ist lustig. Ich mag solche Kleinigkeiten, mag ich, ja. Nur bin ich aber auch immer gespannt, ob der sich mit entsprechender Fracht jetzt auch besser fahren lässt. Da ist ja schon ein paar PS mehr. Müsste also. Es ist gar nicht aufgeregt, die Musik im Hintergrund irgendwie. Wir müssen gleich schon wieder tanken. Was ist denn da los? Gibt es da nicht irgendwas mit größerem Tank mal bitte? Na, ah, das ist... Wir fahren... Die Tankeinstellungen habe ich hier, glaube ich, auch so angepasst, dass die Hardcore sind, glaube ich. Kann man auch einstellen, wenn ich das richtig erinnere. Das geht ja gar nicht, was laberst du für eine Scheiße? So.
sind wir hinten reingefahren. Haben wir gerade den LKW repariert und schon ist er wieder im Eimer. So, was nehmen wir denn mal? Damals doch. Ist natürlich irgendwie der Preis pro Kilometer ist ein bisschen scheiße, warum auch immer. Da ist der Auflieger, da fahren wir mal rasant, wie wir das nun mal können. Oh, das scheint auch ein schwerer zu sein, da werden wir jetzt auch sofort sehen können, ob die Änderung am Motor was gebracht hat. Finden wir dann raus, hoffe ich mal. Also ich hoffe, dass wir es rausfinden, weil wenn wir es rausfinden, dann heißt es, wir merken es. Das wäre dann eigentlich ganz charmant. So, was haben wir denn geladen? Ja, 15 Tonnen Digger. Ey, Digger! Da bin ich mal gespannt. So, werden wir gleich, wenn wir auf der Straße sind, werden wir es gleich mal testen. Wollen wir mal richtig Gas geben. Ich glaube schon, dass das was ausmacht. Ansonsten wäre das Spiel ein bisschen sinnlos. Die GameStar hat ja jetzt getitelt, dass das Spiel das nicht rasante Rallye-Spiel oder irgendwie so. Soll es ja auch sein, ne? So, jetzt gehen wir mal hier. Gehen wir mal den Tempomaten auf 85 und ja, ich würde schon sagen, also ich würde schon sagen, dass der mehr zieht. Oder? Was meint ihr? Und das ist ja dann wieder... Oh. So, hier haut der Retarder auch richtig rein, seht ihr? Das ist dann der Punkt, wo ich dann wieder komme, von wegen Management-Simulation, ne? Kilometer pro Zeiteinheit, wenn wir jetzt 20.000 investiert haben, kommt im Schnitt immer 5 oder 10 Minuten eher pro Folge an. Es ist natürlich, klar, machen, sofort machen, investieren, immer wieder reinvestieren. Ich arbeite auch mit Firmen zusammen, die da ein bisschen schüchtern schon mal sind, was das Investieren angeht. Ich kann immer nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn man als junger Unternehmer auf Geld sitzen bleibt, dann... Ist meistens falsch. Aua. So, hier ist wieder Walbert. Sendeplan. tv.gardahol.de. Da findet ihr raus, wann die nächste Folge kommt. Deswegen also nicht fragen, wann kommt. Sonst, ne, Projekt beendet. Naja, so schlimm nicht. Aber im Moment ist es, glaube ich, nicht schwer zu erraten, wann die nächste Folge kommt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr merkt, ich lese die und gehe drauf ein. Weil, ne, Community und so ist halt das Wichtigste hier. Und ihr seid alle so tolle Leute und das... Alter, ich bin immer noch total geflasht von euren Kommentaren zum 100.000. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.